Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach in Runden häkelt oder einen Kreis häkelt. Ich hatte einige Anfragen dazu gehabt und dann wollte ich euch das natürlich zeigen. Also ihr könntet draus natürlich einen Kissenbezug machen, ein rundes Kissen zum Beispiel. Ich hatte mal vor einer längeren Zeit meinem Sohn so ein Kissen gehäkelt. Wie gesagt, das habe ich nur in Runden gehäkelt. Auch die Ohren habe ich auch nur aus Runden gehäkelt und die Augen. Also ihr könnt damit Kissen häkeln oder einen kleinen Teppich oder eine runde Decke, was auch immer ihr damit machen möchtet. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr benötigt, das zeige ich euch jetzt. Ich häkel heute mit einer 5 mm Nadel. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen, einen Marker und eure ausgewählte Wolle. Ich habe hier so zwei Farbtöne von diesem Stycraft Special Decay. Ihr könnt natürlich jede beliebige Wolle nehmen, die ihr möchtet und dazu dann einfach die passende Häkelnadel. Und dann fangen wir mal an. Eine Schlaufe. Ihr könnt natürlich auch einen magischen Ring benutzen, aber für Anfänger ist auf jeden Fall diese Option mit den Luftmaschen am einfachsten. Und zwar häkelt ihr dann 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Wir benötigen dann die allererste Luftmasche, die wir gehäkelt haben. Das ist die hier vorne. Wir gehen mit der Nadel hinein, holen jetzt wieder unseren Faden und wir häkeln eine Kettmasche. Also wir gehen durch die erste Schlaufe durch und durch die nächste Schlaufe durch. Und somit entsteht jetzt hier dieser Kreis, indem wir dann hineinarbeiten. Wir häkeln jetzt 2 Luftmaschen. Diese 2 Luftmaschen zählen nicht mit, also nicht als Stäbchen oder sonstiges, sondern die häkeln wir, um auf die Höhe von unseren Stäbchen zu kommen. Also wir häkeln erst jetzt unser erstes Stäbchen. Und zwar nehmt ihr einen Umschlag, geht mit der Nadel in diesen Kreis, der hier entstanden ist, hinein, holt euren Faden und zieht diesen hoch. Wir haben jetzt 3 Schlaufen auf der Nadel. Wir häkeln in Stäbchen, also holen wir unseren Faden und gehen durch die ersten beiden Schlaufen durch. Jetzt holen wir nochmal unseren Faden und gehen durch die nächsten beiden Schlaufen durch. Und somit entsteht unser erstes Stäbchen. Wir nehmen wieder einen Umschlag und gehen wieder in den Kreis hinein und häkeln unser zweites Stäbchen. Wir holen die Wolle, ziehen hoch. Wir haben wieder 3 Schlaufen auf der Nadel. Wir gehen durch die ersten beiden Schlaufen durch und durch die nächsten beiden Schlaufen durch. Was ihr jetzt machen könnt, ihr markiert euch jetzt einfach dieses allererste Stäbchen. Wenn ihr das noch nicht so gut erkennen könnt als Anfänger, würde ich mir das auf jeden Fall markieren. Und zwar haben wir hier diese 2 Luftmaschen gehäkelt. Die zählen ja nicht mit, sondern hier ist unser erstes Stäbchen. Und hier oben entsteht die Masche. Und in hier die allererste Masche legen wir jetzt den Markierer einfach rein. Und somit wissen wir, wo dieses allererste Stäbchen sich befindet. Also wir haben jetzt hier unser erstes Stäbchen, unser zweites und wir brauchen insgesamt 11 Stäbchen. Also ihr häkelt jetzt weiter, bis ihr insgesamt 11 Stäbchen fertig gehäkelt habt. Die 11 Stäbchen habe ich jetzt fertig gehäkelt und so sieht das jetzt bei euch aus. Was ihr jetzt machen könnt, ihr holt euch den Faden, der hier hinten liegt, und zieht einfach daran und somit verschließt sich hier dieser Kreis in der Mitte. Also der wird jetzt schön zusammengezogen und somit schließt sich das Ganze. Und jetzt wird es Zeit, um die Runde zu beenden. Also wir haben jetzt hier unseren Marker und in diesem Marker wird diese Runde auch beendet. Also immer dieses erste Stäbchen, das wir häkeln, wird die Runde auch beendet. Also ihr entfernt das Ganze jetzt hier. Geht dann in dieses erste Stäbchen hier oben hinein und wir beenden diese und jede weitere Runde mit einer Kettmasche. Und so sieht die
erste Runde jetzt aus. Weiter geht's mit der zweiten Runde. Und zwar häkeln wir wieder zwei Luftmaschen, die aber nur dazu dienen, um auf die Höhe zu kommen. Die werden also nicht mitgerechnet. Wir haben jetzt hier unsere allererste Masche und in diese Masche häkeln wir jetzt zwei Stäbchen hinein. Also ihr nehmt einen Umschlag, geht in diese allererste Masche hinein, häkelt euer erstes Stäbchen und in die gleiche Masche nochmal hinein häkeln wir noch ein Stäbchen. Also zwei Stäbchen in eine Masche. Auch hier könnt ihr euch das Ganze wieder markieren. Und zwar haben wir hier wieder diese zwei Luftmaschen. Dann kommt hier unser erstes Stäbchen, dieses allererste Stäbchen. Hier oben in diese Masche markiert ihr euch das Ganze einfach. So. Und zwar häkeln wir jetzt in hier der Runde, damit unser Kreis wächst, zwei Stäbchen in jede Masche. Also hier ist jetzt unsere nächste Masche. Auch dort häkeln wir zwei Stäbchen in die gleiche Masche. Dann gehen wir in die nächste Masche hinein und auch dort häkeln wir zwei Stäbchen. Und zwar haben wir in der ersten Runde 11 Stäbchen gehäkelt. Jetzt verdoppeln wir hier in der zweiten Runde. Also müsstet ihr jetzt hier in der Runde 22 Stäbchen haben. Also wir häkeln jetzt einfach nur zwei Stäbchen in jede Masche und am Ende der Runde müsstet ihr 22 Stäbchen haben. Und das macht ihr jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt das Ganze drumherum gehäkelt, rechnet nochmal nach und ich habe hier in der Runde 22 Stäbchen. Und zwar beenden wir auch hier die Runde wieder in dieser Masche, die wir markiert haben, mit einer Kettmasche. Also gehen wir wieder in diese Masche hier oben, jetzt einfach hinein und häkeln eine Kettmasche. Und unsere zweite Runde ist fertig. Weiter geht's mit der dritten Runde. Auch hier häkeln wir wieder zwei Luftmaschen, um auf die Höhe zu kommen. Die werden aber nicht als Stäbchen mitgezählt. In diese allererste Masche hier häkeln wir wieder zwei Stäbchen. Eins und zwei. Und das wird in jeder Runde gleich gehäkelt. In diese allererste Masche häkeln wir immer zwei Stäbchen. Wir markieren das Ganze wieder. Also unser erstes Stäbchen. Das ist hier die Masche hier oben. Also hier sind unsere zwei Luftmaschen, daneben ist unser erstes Stäbchen und hier ist die Masche, die wir markieren. In der dritten Runde häkeln wir im Wechsel. Und zwar haben wir jetzt hier zwei Stäbchen gehäkelt. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Und zwar vergrößern wir hier den Kreis in der dritten Runde auch wieder um 11 Maschen. Aber wir müssen jetzt ein Stäbchen dazwischen haben. Wir können jetzt nicht in jeder Runde jedes verdoppeln. Und so läuft dann das ganze Prinzip ab. Also wir haben jetzt hier zwei Stäbchen einer Masche, dann kommt ein Stäbchen. In die nächste Masche häkeln wir wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Und dann wieder nur ein Stäbchen in die nächste Masche. Und das wird jetzt im Wechsel einfach gehäkelt. Wir haben hier zwei Stäbchen, ein Stäbchen, zwei Stäbchen, ein Stäbchen. Dann kommen wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Und in die nächste Masche wieder nur ein Stäbchen. Und das macht ihr die ganze Runde. Und in hier der Runde müsstet ihr jetzt auf 33 Stäbchen kommen. Also ihr häkelt einfach weiter, bis ihr insgesamt 33 Stäbchen fertig gehäkelt habt. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Ich habe jetzt hier in der dritten Runde 33 Stäbchen fertig gehäkelt. Auch hier beenden wir das Ganze wieder.
in unserem markierten Stäbchen, also in unserem ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Also wir gehen hinein und häkeln eine Kettmasche. Das wälzt sich jetzt ein bisschen, aber wenn ihr das so hinlegt, werdet ihr sehen, dass sich das Ganze schön legt. Weiter geht's dann mit der vierten Runde. Auch hier häkeln wir wieder zwei Luftmaschen, um auf die Höhe zu kommen. Und in diese allererste Masche, also hier hinein, häkeln wir wieder zwei Stäbchen hinein. Also eins und zwei. Auch hier können wir uns das Ganze wieder markieren. In diesem ersten Stäbchen. Also wir hatten jetzt hier unsere zwei Luftmaschen, dann in der allerersten Masche zwei Stäbchen. Jetzt häkeln wir ein Stäbchen in die nächsten zwei Maschen. Also ein Stäbchen und in die nächste Masche auch ein Stäbchen. In die nächste Masche wieder zwei Stäbchen. Eins. Und noch ein Stäbchen in die gleiche Masche. Und das wird jetzt die ganze Runde einfach nur wiederholt. Jetzt häkeln wir wieder zwei einzelne Stäbchen. Eins. Und in die nächste Masche auch nur ein Stäbchen. Und dann wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Eins. Und zwei. Und das wird jetzt einfach wieder nur wiederholt. Also zwei Stäbchen, dann kommen zwei einzelne Stäbchen, dann wieder zwei Stäbchen in eine Masche, dann wieder zwei einzelne Stäbchen und dann wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Dann wieder zwei einzelne Stäbchen und wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Auch hier vergrößern wir das Ganze um 11 Maschen. Also müsstet ihr jetzt hier in der vierten Runde 44 Stäbchen haben. Ich bin jetzt hier am Ende angelangt. Wie gesagt, in hier der Runde müsstet ihr insgesamt 44 Stäbchen haben. Wir beenden auch hier die Runde wieder in unserer markierten Stelle mit einer Kettmasche. Also in dieses erste Stäbchen gehen wir hinein und häkeln eine Kettmasche. Und unsere vierte Runde ist fertig. Weiter geht's mit der fünften Runde. Auch hier häkeln wir wieder zwei Luftmaschen, die nicht mitgezählt werden, sondern einfach nur, um auf die Höhe zu kommen. Und in diese allererste Masche hier häkeln wir immer zwei Stäbchen in die erste Masche. Also eins und zwei. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Ganze auch hier natürlich wieder markieren. So, dieses erste Stäbchen wird markiert. Und in hier der Runde, also in der Vorrunde, hatten wir ja zwei Stäbchen in eine Masche, dann zwei einzelne Stäbchen. Und hier in der Runde haben wir jetzt zwei Stäbchen und dann drei einzelne. Also in die nächsten drei Maschen je ein Stäbchen. Eins, zwei und und dann wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Eins und noch ein Stäbchen in die gleiche Masche. Und jetzt wieder drei einzelne Stäbchen. Also eins, zwei und drei. Und dann wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Und das wiederholt ihr hier die ganze Runde. Wir sind jetzt bei der fünften Runde, also müsstet ihr jetzt hier insgesamt 55 Stäbchen haben. Und dieses Prinzip wird jetzt einfach nur wiederholt. In der nächsten Runde, wir haben jetzt hier in der Runde drei einzelne Stäbchen, habt ihr dann vier einzelne Stäbchen. In der Runde danach fünf einzelne Stäbchen und so wird der Kreis, also die Runden, einfach nur vergrößert. Also häkelt jetzt die Runde einfach in dem gleichen Prinzip fertig und wie gesagt, in jeder Runde müsstet ihr dann insgesamt 55 Stäbchen haben.
Auch hier bin ich wieder am Ende angelangt. Auch hier die Runde beenden wir jetzt mit einer Kettmasche in dieses erste Stäbchen. Was ich euch noch zeigen wollte, also wie wir das Ganze jetzt beenden. Und zwar haben wir die Kettmasche gehäkelt. Eine Luftmasche häkeln wir. Wir ziehen das Ganze fest und schneiden den Faden jetzt einfach ab. Holen unsere Nadel und ziehen den Faden vorsichtig durch. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr die Farbe wechseln könnt. Wenn ihr zum Beispiel die Farbe nicht wechseln wollt, holt ihr jetzt einfach den Faden und vernäht ihn. Ansonsten holt ihr euch jetzt einfach eure neue Farbe, die ihr benutzen möchtet. Wir haben das Ganze jetzt hier beendet. Und in diese Masche oder in irgendeine Masche, es ist egal wo, geht ihr dann mit der Nadel hinein, holt eure neue Farbe, zieht diese durch und ich befestige das Ganze immer gern mit einem Knoten. Und jetzt häkeln wir einfach in dem gleichen Prinzip weiter. Wir gehen jetzt mit der Nadel wieder in die gleiche Masche hinein, holen unseren Faden und häkeln jetzt erst einmal zwei Luftmaschen, damit wir auf die Höhe kommen, und in die gleiche Masche zwei Stäbchen. Eins und zwei. Auch hier könnt ihr euch das Ganze wieder markieren. Dieses allererste Stäbchen kommt dann der Marker. Und jetzt häkelt ihr in dem Prinzip einfach weiter. In der Vorrunde hatten wir drei einzelne Stäbchen und in hier der Runde haben wir jetzt vier einzelne Stäbchen. Also häkeln wir eins, zwei, drei und vier, also vier einzelne Stäbchen. Und dann wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Dann wieder vier einzelne Stäbchen und dann wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Und das ist jetzt hier unsere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Runde. Also müsstet ihr hier in der Runde 66 Stäbchen haben. Und das macht ihr jetzt einfach wieder die ganze Runde, bis ihr dann in dieser letzten Masche angekommen seid. Auch hier die Runde habe ich wieder mit einer Kettmasche beendet. Wir häkeln wieder eine Luftmasche, ziehen das Ganze fest und ich werde jetzt hier mit meinem Projekt beenden. Also häkel ich dann die Luftmasche, hole meinen Faden und die Nadel und ziehe das Ganze vorsichtig durch und ziehe das Ganze fest. Jetzt holt ihr euch eure Nadel und vernäht einfach eure Fäden. So, die Fäden habe ich vernäht und wir sind fertig. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, in Runden zu häkeln und im Kreis zu häkeln. Habt einen ganz, ganz tollen Tag und vor allem ganz viel Spaß beim Häkeln. Bis bald!